Ja, also jetzt geht es. Also die Anreise war nicht so beschwerlich, aber die Übersetzung war beschwerlich. Und ja, das geht um ein Projekt, das haben wir Dotloom genannt. Und es geht um Punktwolken und ja, es geht um Distributed Web. Und es ist so, dass meine Firma auch sehr, sehr distributed ist. Also wir sind gut verteilt auf der ganzen Welt, arbeiten aber fast alle in Japan. Viele Nationalitäten, aber ein Standort. Und wir haben so ein Projekt von sowas, einem japanischen Fraunhofer-Institut-artiger Organisation bekommen. Und die wollen eine Point-Cloud-Plattform für ganz Japan erstellen. Und wir haben schon relativ viel mit Point-Clouds gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, für die Plattform, das größte Problem ist doch erstmal, wie man die Daten überhaupt dorthin bekommt. Weil wir haben Kunden, die uns Festplatten schicken, weil sie das irgendwie nicht schaffen mit ihrer Firewall und mit ihren. Ja, die Daten sind einfach so groß. Und dann dachten wir, ja, da lösen wir ein Problem, das wir allgemein haben. Also wir haben uns ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das vorher oder danach kam, aber wir haben uns mit Peer-to-Peer beschäftigt gehabt mit ein paar Kollegen. Und dann haben wir gedacht, wir machen was mit Peer-to-Peer-Software, um diese großen Datenmengen zu transportieren. Und zwar halt in dem Fall Geodaten, Punktwolken. Und zwar deswegen, weil Big Data eigentlich schon sehr kompliziert ist, mit den Big Data umzugehen, weil sie einfach so riesig sind. Also man lädt nicht mal ganz einfach 10 Gigabyte irgendwo hin oder schickt es per E-Mail. Es ist meistens auch sehr ineffizient. Also wer hat nicht schon irgendwie Satellitendaten runtergeladen oder von Geofabrik irgendwie große Extracts und hat am Ende gar nichts gebraucht oder nur ein bisschen davon? Und ja, so sind wir drauf gekommen, machen wir sowas, dann nennen wir Dotloom und das ist eine verteilte Datenplattform für Point Clouds. Und dabei haben wir dann ein Projekt verwendet, das heißt das DAT-Projekt. Ja, was waren die Anforderungen, die wir so hatten? Also was wir gebraucht haben, war einfach ein einfacherer und sicherer, schneller Austausch von großen Datenmengen, also 10 Gigabyte oder mehr sogar. Und für viele Leute ist auch schon 5 Megabyte nicht so einfach, das irgendwie zu schicken. Und es wird wirklich schwierig mit großen Datenmengen. Dann wollten wir irgendwie, dass man auch schon auf die Datensätze zugreifen kann, wenn sie noch gar nicht irgendwie verschickt wurden. Also dass man eben aus der Entfernung genau festlegen kann, was man will und was man eigentlich bekommt. Und dann wollten wir, wenn wir irgendwas verarbeiten oder ins richtige Format bringen, das auch schon in dem Moment tun, wo wir das runterladen oder hochladen. Und ja, und so sind wir dann auf das DAT-Protokoll gestoßen und das Ganze firmiert unter dem momentan, ja, ich finde, recht populären Begriff Distributed Web. Und das ist eine Art verteilte Synchronisationstechnologie. Erlaubt dann relativ hohe Geschwindigkeiten, weil die Sachen schon verteilt, wenn die Sachen verteilt vorliegen. Es wird effizient gespeichert. Und was ich auch noch sehr gut finde, ist, dass man ganz genau weiß, dass die Daten von der Person kommen, die es mit dem ja, die mit dem Public Key, mit dem das generiert wurde, in Verbindung gebracht werden kann. Also man kann den Urheber auch nachweisen. Ja, und wenn man es dann wirklich einfach erklären muss, dann kann man sagen, ja, es fühlt sich ein bisschen an wie Git. Man kann damit Sachen machen, die andere Leute mit Dropbox machen, auch wenn sie nicht wissen, was dann mit ihren Daten dort passiert. Und es ähnelt schon irgendwie BitTorrent, aber BitTorrent darf man ja nicht sagen, das ist ja ein bisschen ein schlechtes Wort und da hat man ganz viele schlechte Sachen damit gemacht. Und das ist also DAT, so eine Kombination von den drei Sachen. Und ja, ich habe mal hier so ein Video von, ja, wie es auf der Kommandozeile funktioniert. Also es fühlt sich an wie DAT. Ich habe jetzt meine ganzen LAS-Files, ja, ein paar Gigabyte. Und dann schreibe ich einfach in DAT Share und es dauert bloß ein paar Sekunden und sie sind gepublished. Also es ist vorhanden. Ich muss es gar nicht irgendwo hochladen. Ich kann diesen Link, der da oben steht, teilen und nur wer es wirklich braucht, kann es sich dann runterladen. Und wenn er eine Kopie macht, dann sieht man, dass es dann eine weitere, der macht dann so ein Clone und lädt es runter. Und wenn da jetzt dann nicht nur ein Peer ist, sondern zwei oder drei oder mein Nachbar oder im gleichen Netzwerk, dann wird es auch sehr, sehr schnell. So, das haben wir irgendwie. Nächste Folie. Genau, und dieses,
das war zu schnell. So, und weil halt so diese Kommandozeilensachen nicht jedermanns Sache sind, haben wir uns gedacht, wir kümmern uns um eine Software, wo es keinen Maintainer gab. Das war der DAT Desktop. Und das ist so ein wieder mal so ein Elektron-basierte Benutzeroberfläche, wo man die ganzen Sachen ein bisschen komfortabler machen kann. Und wir wollten dann noch so Sachen machen wie Datenvorschau, dass man vorher eben gucken kann, was man published und was man jetzt runterladen möchte. Und dass man die Sachen vielleicht auch auf eine Server-Node bringen kann, weil man ja seinen Rechner nicht die ganze Zeit online haben möchte. Und dass man eben so Metadaten und Statistiken visualisieren kann. Und das Ganze sah dann so aus. Also der erste Teil, das war eigentlich, vieles war schon da, aber man musste das erstmal ein bisschen nach React Native portieren. React.js portieren. Und jetzt sieht man dann, es gibt einen weiteren Client. Wenn man noch nichts gemacht hat damit, dann bekommt man so ein kleines Tutorial gezeigt. Und dann fügt man da diese DAT-URL ein. Und dann fängt das Programm an zu synchronisieren. Das Gute ist, es synchronisiert wirklich wie Dropbox. Also man sieht dann auch, dass jemand sich da verbunden hat und wenn die Verbindung abbricht, weil man zum Beispiel mobiles Internet hat, dann geht es auch wieder dort weiter, wo es aufgehört hat beim nächsten Mal. Und dieser DAT Desktop, der zeigt das Ganze einfach ein bisschen schicker an. Man kann sich auch anzeigen lassen, was für Daten in diesem DAT-Archiv drin sind. Und so muss man nicht erstmal alles runterladen, um zu sehen, was da ist. Und das finde ich auch ziemlich praktisch. Das Ganze soll noch schöner werden, aber da gibt es noch viel zu tun. So. Dann haben wir noch was vor. Also wir haben schon angefangen mit vielen Sachen, aber es ist alles so ein bisschen in Arbeit. Und zwar wollen wir, dass man die Daten, diese DAT-Archive aus der Entfernung indizieren kann. Also dass man nicht erst, dass man auch so Such oder letztlich wissen kann, wo welche Daten sind, dass man zum Beispiel Fotoalben oder Geodaten dann irgendwie auch finden kann in diesen DAT-Archiven. Und dann dieses, was ich vorhin schon sagte, dass man von dem DAT-Archiv liest, Sachen irgendwie während dem Downloaden auch bearbeitet in so einer Pipeline und dann gleich wieder in ein neues DAT-Archiv schreibt. Ja, und insgesamt dachte ich mir, es wäre doch praktisch, wenn man Zugang zu den Daten dort hat, wo sie generiert werden. Also, dass man sie nicht erst von jedem Sensor oder von jeder Kamera in der besten Qualität oder nicht so guten Qualität in die Cloud lädt, weil es ewig dauert und weil sie vielleicht gar keiner braucht, sondern dass man die Sachen einfach dort lässt, wo sie sind. Die bekommen dann so eine DAT-URL, die Speichermedien, und dann kann man die bei Bedarf teilen. Und wenn sie einmal runtergeladen sind von jemand, dann gibt es schon zwei Peers, auf die man zugreifen kann. So, was sind denn so unsere Anwender, die wir so im Kopf hatten? Zum Beispiel ein Kunde, für den es wirklich praktisch wäre, war so ein Vermessungsbüro, von denen wir Festplatten bekommen haben mit Point-Cloud-Daten. Wir müssen denen auch die Daten bearbeiten, das heißt, wir müssen sie erst per Post geschickt bekommen, dann müssen wir sie erstmal alle mit Skripten und so umwandeln. Und dann will man die ja auch an die Kunden weitergeben und da wäre das eigentlich ein ganz praktisches Tool, dachten wir. Dann gibt es ja diese Data Scientists, also ist ja gerade jeder Data Scientist. Und die brauchen eben auch Zugriff zu den Daten. Und wenn jetzt ihre Daten plötzlich nicht mehr vorhanden sind, weil der Server down ist, dann können sie relativ einfach Kopien davon anfertigen. Und man kann auch diese abgeleiteten Daten, die kann man dann wieder veröffentlichen. Und man kann eben auch die Authorship, also Proof of Authorship, kann man auch garantieren. Man weiß, woher die Daten kommen und von wem sie sind. Und ein anderes Beispiel, was ich auch noch ganz gut fand, war zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug. Die sind ja ab und zu eben nicht gut verbunden mit dem Internet. Und das ist ja praktisch, wenn dann diese Synchronisationsfunktion dann wieder einsetzt, sobald das Internet da ist. Und diese neuen Fahrzeuge sammeln ja auch unglaublich viele Daten. Das wäre doch super, wenn diese ganzen Laserscanner an der Ladestation ihre Daten der Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung stellen würden. Und auch noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner machen will, aber dann soll er sich doch melden. Aber es gibt einen Haufen Probleme. Ne? Und deswegen sage ich mal, was so Stand der Dinge ist. Also wir
arbeiten an diesem Desktop, weil das für die End-User bei uns wichtig ist, dass sie eben kein Kommandozeilenprogramm verwenden. Und wir wollen eben dieses Processing und das Indizieren weitermachen. Wir wollten Support für DAT in Potri implementieren, sodass Potri dann eben von verschiedenen Stellen die Datenpakete lesen kann automatisch. Und alles, was schon gecached ist, dann von dem lokalen Speicherort. Dann wollten wir das neue EPT-Format implementieren. Und dazu kommen immer wieder neue Ideen, weil wir zum Beispiel auch das Problem haben, dass wir nicht nur mit Open Data arbeiten, sondern die Sachen auch manchmal nicht so offen sind. Und dann haben die Leute Angst, dass das irgendwo im Distributed Web verloren geht und von falschen Leuten in die Hand kommt. Und da waren zum Beispiel Beispiele mit medizinischen Daten, wie Röntgenbildern, CT-Scans und dergleichen. Und ja, das Problem ist ein bisschen so, also hier sieht man, was ist die Motivation, Daten herunterladen ist normalerweise sehr hoch, also man lädt gerne runter, aber hochladen ist eben was man nicht so gerne macht. Also gerade bei Open Data, meistens die Open Data Plattformen, die sind am Anfang super und dann gibt es keine Updates, weil derjenige, der die Daten hat, irgendwie das nicht so einfach findet. Und wir denken mal, dass mit diesem System könnte man den Upload viel attraktiver machen. Aber dieses traditionelle System ist etabliert. Die Leute laden hoch und runter von irgendwelchen Download-Servern. Und bei Peer-to-Peer ist es so, dass der Download wirklich einfach wird und aber auch der Upload nicht mehr schwierig ist. Das Problem ist die Akzeptanz. Also Peer-to-Peer ist ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, als ich bei der FOS4G in Okayama war, musste ich dann, um das Wi-Fi benutzen zu dürfen, da hatte ich auch den Vortrag hier, musste ich unterschreiben, dass ich kein Peer-to-Peer verwende. Also da wurde so viel illegales Zeug gemacht mit Peer-to-Peer, dass das einen wirklich schlechten Ruf hat und auch unser Kunde darf gar nicht verwenden, was wir gerade machen. Und deswegen suchen wir gerade einen besseren Namen, weil BitTorrent ist ja auch Peer-to-Peer, nicht BitTorrent, Blockchain ist ja auch sowas, aber das findet ja jeder super. Und manchmal denke ich mir eben, es wäre einfach viel einfacher gewesen, dass wir so ein Etikettierungsprogramm schreiben und dann das Ganze per Post verschicken, weil die Technik es ist halt erstmal der schlechte Ruf, man muss Leute überzeugen, Ports aufzumachen und so, und das ist nicht so einfach. Dann ist die Community von DAT ein bisschen anarchisch vielleicht oder unkoordiniert. Das heißt, da wird viel gemacht, aber nicht so gut koordiniert. Und dann haben wir viel mehr Arbeit, als wir dachten, was dann Probleme mit der Finanzierung hat. Wir machen also viele Sachen gerade, weil es Spaß macht und nicht, weil wir es irgendwie bezahlt bekommen. Und man muss noch Early Adapter sein. Also ja, das ist manchmal schwierig mit Kunden, die was erwarten, dass halt dann auch richtig funktioniert. Und so machen wir gerade so. Meistens haben wir so eine Deadline zu einer Konferenz. Ja, das Conference-Driven Development. Vor langer Zeit, weil dann Volker am Morgen auch noch was zu einem ähnlichen Projekt sagt, mussten wir uns überlegen, ob wir ein Projekt nehmen, das IPFS heißt oder DAT. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns für DAT entschieden. Einerseits, weil es sowas gab wie Versionierung. Also DAT selber kann Versionen speichern. Man kann jetzt nicht irgendwie zurücksetzen zu einer Version, also nicht wie Git, aber es funktioniert sowas. Und die URLs können auch generiert werden, wenn noch gar keine Daten da sind. Also man kann auch ein leeres Archiv erstellen und dann im Nachhinein Daten hinzufügen, was man damals zumindest, weiß ich nicht genau, wie es jetzt ist, dann komme ich morgen zum Vortrag, was man da nicht konnte. Dann finde ich die DAT-Community ganz gut, weil die halt nicht von einer großen Firma oder so gesponsert wird oder ist nicht so Venture-Capital-like, sondern ein bisschen mehr unabhängig und viele Idealisten dabei. Und dann dachte ich irgendwie, dann machen wir mit DAT. Ne? Der Name ist halt nicht so gut, weil wenn man da sucht nach DAT, dann fragt immer Google, ob man nicht SAT meint. Also man findet halt nichts. Genau, und dann ist es eben so, dass das Thema, glaube ich, momentan sehr interessant ist mit diesem Distributed Web, weil jeder redet von der Cloud
Und jeder will da irgendwie seine Daten hinbringen. Aber was ist denn genau die Cloud? Und vertraut man nicht irgendwie so großen Firmen wie Google und Amazon seine Daten an? Und wäre das nicht viel besser, wenn das irgendwie wenn das wahre Internet, wenn die Leute die Daten untereinander teilen würden und wenn man diese Cloud gar nicht bräuchte, sondern das Internet verwendet? Und so hoffe ich, dass ich so ein bisschen in so einem Trend dabei bin, der das ursprüngliche Internet wieder zurückbringt. Und ich hoffe mal, dass noch andere Leute mitmachen, weil ich denke, dass dieses Distributed Web irgendwie interessant und vielleicht auch die Zukunft ist. Ja, und vielleicht ist auch Google und Amazon stärker und es wird dann oder Facebook und es wird nie was werden. Aber falls jemand Interesse hat und genauer darüber Bescheid wissen will, dann gibt Volker morgen auch noch eine Einführung, vielleicht ein bisschen mehr technisch oder einfach mit mir sprechen. Und ich hoffe, dass wir irgendwie dran weiterarbeiten können. Also vielleicht müssen wir noch mit der wenn die ESA da ist oder andere großen Datenbetreiber, die Probleme mit dem Transport von großen Daten haben, dann sollen sie sich doch bitte melden. Ja. Vielen Dank, Daniel Kastel. Vielen Dank, Daniel Kastel. Sehr interessanter Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum über DAT oder .loom? Christoph. Ja, du hattest ja eingeleitet quasi mit dem Thema große Datenmengen, hast da die Zahl 10 Gigabyte genannt. Das ist ja heutzutage für die meisten jetzt nicht mehr wirklich eine wirklich große Datenmenge. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, ob und wie das Ganze jetzt wirklich für noch viel größere Datenmengen, also ich denke jetzt mal an 10, 100 Terabyte, so skalieren würde, ob das tatsächlich sozusagen dieses Distributed in dem Bereich noch Sinn macht oder ob da dann doch eher tatsächlich der physikalische Versand dann wieder in die Effizienz sinnvoller ist? Ja, also es ändert sich immer wieder was und wenn es irgendwelche Bottlenecks oder so gibt, dann arbeiten die Leute daran. Also wir hatten zum Beispiel ja gedacht, dass wir die Punktwolkendaten, die für Podtree generiert werden, das sind also ganz viele kleine Datenpakete, dass wir die da alle reinpacken, aber wir haben festgestellt, dass die Zahl der Files ein bisschen schwierig war, die große Zahl der Files. Ich glaube nicht, dass es die Größe der Dateien ist. Also es ist eher, aber ich denke, da arbeitet schon wieder jemand daran. Also es ändert sich da so viel. Also es ist wirklich, es ist Early Adapter Software, aber sobald irgendein Problem irgendwie aufkommt, versuchen die Leute das zu lösen. Und ich weiß, dass es jetzt mit der Vielzahl an Dateien, wenn es zum Beispiel ein Teilserver oder sowas gewesen wäre, da hätten wir, glaube ich, Probleme gehabt bei der Zeit, um das dann zum Beispiel beim ersten Initialisieren. Dauert es dann halt länger. Also es wird der gesamte File-Tree durchsucht und dann die Metadaten geschrieben. Und ich glaube, große Daten sind nicht das Problem, aber die Anzahl der Daten. Gibt es noch weitere Fragen im Publikum? Wir haben noch genug Zeit. Ja. Ich hatte mal mit IPFS gearbeitet und dann gemerkt, dass es die Dateien dupliziert hat, also einmal in der eigenen Struktur hatte, zusätzlich zu dem, wo ich sie liegen hatte. Wäre eine Frage, ob das DAT auch so macht. Zweite Frage, IPFS ist jetzt auch Blockchain verseucht. Ist DAT da noch von weg oder haben die auch so ein, du hast eben schon Venture Capital, du hast eben auch schon Venture Capitalist erwähnt, ist DAT noch eher idealistisch oder geht es da auch schon ums Geld? Weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, es ist schon der Versuch von der Community, da irgendwie unabhängig zu bleiben. Und es gibt so einen IRC-Channel, wo ziemlich viel so diskutiert wird. Und wenn man dann guckt, wer das ist, also wer da so dabei ist, dann sind da schon irgendwie Leute, wo man sagt, so Aktivisten, die allgemeinen Probleme mit Konzernen wie Google und dergleichen haben oder versuchen, das Internet freier zu machen. Dadurch, dass sie da sind und das verwenden, gehe ich schon mal davon aus, dass es vielleicht nicht so schlecht ist. Und die versuchen auch, also wenn man auf die DAT-Webseite sieht, dann sind auch die Sponsoren und die sind so Mozilla Foundation oder Knight Foundation. Das ist schon,
im Vergleich zu IPFS schon viel, viel geringeres Budget. Und ich weiß, also persönlich habe ich so die Erfahrung, dass manchmal so von einer Firma kontrollierte Projekte manchmal schwer sind für andere Firmen wie mich irgendwie da mitzumachen. Man hat auch nicht so, man darf da nicht, man hat da nicht so viel Mitspracherecht vielleicht. Und so Projekte wie in der Geo-Community wie Open Layers oder so, wo wirklich jeder mitmachen kann, wo auch, oder QGIS oder so, die sind mir eigentlich immer lieber. Ob das jetzt die richtige Wahl ist, weiß ich nicht. Ne? Also, ja. Aber ja, wir gucken auch immer so ein bisschen, was mit IPFS passiert. Aber ja. Jo, gibt's noch jemand im Publikum da hinten? Ja, ich hätte eine Frage zur möglichen Suche von Datensätzen aus Anwendersicht. Gibt es, also wie wird das gehandhabt mit dem Index? Es ist ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk und wenn ich über den globalen Datensatz suchen möchte, gibt es da... Also es gibt keine Suche so. Keine Google-Suche, die diese Sachen findet. Es könnte jemand sagen, er macht so einen Index, ne, für Open Data oder sowas. Aber das ist jetzt irgendwie nicht vorhanden. Was ich ganz interessant finde bei DAT ist, dass man, wenn man so eine DAT-URL kennt, dass man dann zuerst auf die Metadaten zugreifen kann. Und die Metadaten enthalten halt, was in diesem DAT-Archiv drin ist und welche Versionen. Und und dann kann man sich so vorwärts hangeln und kann dann die Dateien untersuchen. Und zum Beispiel, man hätte jetzt irgendwelche Bilddateien darin, dann könnte man die nur die Header der Bilddateien lesen und muss also nicht erst die ganzen Bilder runterladen, sondern könnte nur die Metadaten und dann einen Index erstellen von diesen Metadaten und dann vielleicht Thumbnails generieren. Also ohne jetzt irgendwie das gesamte Archiv zu kopieren und dann erst zu bearbeiten, kann man dank diesem Index, diesem File-Tree und Index, kann man dann sich halt erstmal einen Überblick verschaffen und muss nicht erstmal Satellitenbilder ohne Ende Stunden oder Tage lang runterladen. Ja. Also ein globaler Index auf Basis von Metadaten ist geplant dann? Oder? Ja, das muss jeder, das ist auch wieder so eine Technologie, ja. wo alles, was ein bisschen höheres Level ist, dann also implementiert werden muss, wenn es jemand braucht. Mhm. So ein bisschen das Problem mit dem Distributed und die wollen ja nicht so einen zentralen Index haben, aber wenn man die Technologie verwendet, kann man das natürlich für sich selber sowas erstellen. Ne? Also. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Dankeschön. Mir ist aus dem Vortrag nicht so ganz klar, wie ist denn der Status? Also benutzen Sie das Ganze jetzt aktiv oder ist das immer noch so eine Development-Version, die noch nicht so richtig läuft? Es läuft schon, aber wir haben Probleme mit dem Peer-to-Peer. Also meine Kunden sind in Japan vor allem und ich darf das Wort gar nicht sagen und wir können auch mit Ports und so, wir haben da echt Probleme und müssen, glaube ich, daran arbeiten, dass das Ganze auch über HTTP funktioniert, weil keiner... Ich weiß nicht, ob man da immer so ehrlich sein darf, weil wenn man Sachen illegal teilen will aus einer Firma raus oder aus einer Organisation, dann kann man ja auch Dropbox nehmen oder so. Und die sind ja nicht verboten, die verwenden sie alle. Aber ich glaube, wir haben den Fehler gemacht am Anfang, dass wir da so zu ehrlich waren vielleicht. Ja. Ich muss vielleicht in anderen Ländern gucken. Japan ist ein bisschen schwierig. Okay, also dann danke ich nochmal dem Daniel Kastel für seinen Vortrag. Und